Was geht ab, was geht down, Leute? Heute mache ich euch ein Video, wie ihr mit Bad Alcazar solo den Drachen farmen könnt. In 2 Minuten schlag mich tot und ja, dabei könnt ihr dann nach Belieben Leute mitnehmen, die ihr quasi leveln wollt, füttern wollt. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Fast Food mit von McDonald's, so ein bisschen mal kurz für an die Tanke und wir gehen rein. Ich zeige euch dann erstmal kurz, wie die. Ja, wie der Fight abläuft, lassen wir kurz hier durchlaufen. Dann sage ich euch, worauf ihr quasi ein bisschen achten müsst, wenn ihr euer Bad L baut, damit das auch ja so reibungslos quasi abläuft, wie es jetzt hier ablaufen wird. Und in dem Sinne könnt ihr dann halt auch nebenbei, wenn ihr den Drachen farmt, jede Menge Champions leveln, XP für die Champions farmen. Ich mache das zum Beispiel immer so, wenn so ein Drachen-Event ist oder so, dann lasse ich einfach den ganzen Tag quasi einfach immer den Drache laufen, wenn ich Energie habe. Und level so die Champions hoch. Und wenn dann irgendwann ein Champion Train Event ist, ja, dann habe ich schon ganz viele Level 20er, Level 30er Champions. Und diese stufe ich dann erst auf, um dann schon mal so einfach sehr viele Punkte im Champion Train Event von vornherein zu haben. Also wer halt Bad L von euch hat, hat halt natürlich viel, viel Glück, weil das bringt, boostet schon den Account ziemlich, wenn du beim Drachen einfach in der guten Zeit Champions leveln kannst, noch nebenbei. Ja. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst beim Bad L ist, dass ihr eine gewisse Resistance habt, ja. Damit ihr nicht hier bei den Waves und so weiter und beim Drachen zu oft gestunt werdet und dass er dann einfach stirbt. Also Resistance ist wichtig, natürlich ist ein bisschen Defense Life wichtig. Und Speed ist sehr wichtig. Ich sage euch gleich nochmal ungefähr die genauen Werte. Zeige ich euch gleich nochmal alles, wie ich ihn gemastert, wie die Masteries sind, was für ein Set ich ihn was für Sets ich euch empfehlen kann. Da gehen wir jetzt alles nach dem Run nochmal drüber. Und ja, ich hoffe, ihr habt L und könnt das dann auch nachbauen. Und freut euch dann darüber, dass ihr einfach nochmal ordentlich Champions leveln könnt. Und so schnell wieder neue 60er habt und ja, euer Account dadurch einfach stärker wird. Ihr seht schon, er hält sich halt immer selber wieder hoch, macht das Gift drauf, das Gift tickt die Gegner runter und so weiter und so fort. Und so zerrt er dann halt den Drachen down. Die Runs dauern immer zwischen 2 und 3 Minuten. Mal sind 2 Minuten, mal sind 3 Minuten. Keine Ahnung warum, aber es variiert halt ein bisschen immer. Es gibt auch noch Varianten, die man schneller machen kann. Ich habe ihn ein bisschen Richtung Clan-Boss gebaut. Man kann ihn noch schneller für den Drachen bauen, das sage ich euch auch gleich. Dass er dann wirklich das sogar vielleicht unter 2 Minuten schafft, ist auch möglich. Da ist der Drache gleich down. Und dann haben wir wieder ein bisschen XP für unser Futter geholt. Zack. Ihr seht jetzt hier 2 Minuten 28. Ich glaube, die schnellste Zeit, die er mal geschafft hat, war 1,46. Ihr seht, zack. Die haben alle schon mal 5 Level bekommen. Der hat ein paar Level bekommen. Wir haben 6 Sterne-Item bekommen hier. Mit Crit-Quote, LP, Genauigkeit, Frostset, behalten wir einfach erstmal. So, jetzt gehen wir mal auf Bad L drauf. Ich zeige euch mal einmal kurz. Ich habe auf Bad L habe ich momentan ein Star Ward Set und ein Speed Set. Star Ward ist ja, dass AOE-Attacken 30% weniger Schaden machen, also aus den Flächenangriffen von Gegnern. Das habe ich jetzt für den Clan-Boss mehr eigentlich reingenommen. Ihr könnt noch ein Reflex-Set könnt ihr reinnehmen. Reflex-Set zeige ich euch nochmal, was das nochmal bringt. Das ist nämlich richtig gut. Ich weiß gar nicht, auf Deutsch, wie es heißt. Ich glaube, es heißt aber auch Reflex, oder? Warte mal. Ist das Set denn auf Deutsch? Wo ist das denn? Schon vorbei? Nee, da. Doch, es heißt auf Deutsch auch Reflex-Set. 40% Chance, Abklingzeit einer Fähigkeit, um eine Runde zu verringern. Das ist in dem Sinne gut, da er nur eine aktive Fähigkeit hat. Und das ist die Fähigkeit, wo er Debuffs entfernt und Gift auf den Gegner drauf macht. Das könnt ihr dann immer zufällig zu 40% jedes Mal, wenn er dran ist, um eine Runde reduzieren. Das heißt, ihr könnt es zu 40% öfters machen, was sehr stark ist. Ansonsten, was könnte ich euch noch empfehlen? Star Ward geht halt, Reflex geht. Ihr könnt halt auch full auf Speedset gehen. Ja, Accuracy, Perception, also Genauigkeit ist gut, Genauigkeitsset. Ihr könnt auf Lifesteal gehen, also Lebensraub könnt ihr auch auf jeden Fall nehmen, um das zu machen. Hier Genauigkeit könnt ihr nehmen. Ihr könnt eigentlich ziemlich viel aus den Sets auswählen, um ehrlich zu sein. Wichtig ist bei den Werten, worauf ihr achten solltet,
ist, dass auf jeden Fall der Widerstand über 200 ist. 223 ist sogar schon noch leicht knapp bei mir. Also wenn ihr so Richtung 250 geht, ist noch sehr besser. Deswegen, ihr seht hier, ich habe eine Widerstandsbrust habe ich mir genommen. Ich hätte noch einen Widerstandsbanner nehmen können. Aber dann hätte ich auch ein bisschen, wäre ich ein bisschen low auf Genauigkeit. Da müsst ihr ein bisschen gucken, wie eure Dinge sind, ob ihr auch noch Widerstandsbanner reinpacken könnt. Wichtig ist halt auf jeden Fall, dass ihr die Accuracy, also die Genauigkeit, auch über 220, 225 macht. Hier Crit-Quote und Crit-Schaden ist überhaupt nicht wichtig. Geschwindigkeit ist wichtig. Da solltet ihr so nah an die 200 kommen. Defensive habe ich jetzt relativ sehr viel mit 3,8 und 44.000 Leben. Ist ziemlich defensiv geil. Deswegen passt es auch, dass ich ein bisschen weniger Speed habe und nicht ganz so viel Resi. Ihr könntet auch ein bisschen weniger Defense und HP haben, dafür aber mehr Widerstand und ein bisschen mehr Tempo. Das wird auch funktionieren. Ich zeige euch mal die Masteries, worauf es auf jeden Fall drauf ankommt. Wichtig ist hier, steigert Geschwindigkeit für jeden toten Verbündeten um 8, addiert sich auf bis zu 24. Ja? Da ihr ja Futter mitnehmt. Ihr nehmt viermal Futter mit, vier Leute sterben instant. Eure Geschwindigkeit erhöht sich direkt also um 24. Also habe ich jetzt 199 plus 24, 100, 223 so gesehen an Speed mit ihm eigentlich. Also ihr solltet nämlich so sehen, dass ihr um die 220 Speed mit ihm habt gegen den Drachen. Hier könnt ihr auch nochmal ein bisschen tweaken. Ich habe das ja auf Clan Boss gebaut. Ihr könntet hier noch die Mastery reinnehmen, bietet eine Chance von 30% das Rundenmeter um 10% zu füllen, wenn ein durch diesen Champion auferlegter Buff entfernt wird oder abläuft, was sehr oft passiert. Und genau wie Arcane erhaben, nein, bietet eine Chance von 30% das Rundenmeter um 10% zu füllen, wenn ein durch diesen Champion auferlegter Debuff entfernt wird oder abläuft. Ihr wisst, er macht 2 Gift auf jeden Gegner. Dadurch wird das auch sehr oft auftreten, Leute. Also die beiden Fähigkeiten hier, sehr, sehr wichtig. Die sind halt leider im Clan-Boss scheiße, weil im Clan-Boss alles, was Turnmeter manipuliert ist, beim Clan-Boss scheiße, weil das bringt einfach eure Rotation durcheinander. Deswegen habe ich das nicht drin. Aber wenn ihr jetzt mehr auf den Drachen geht und Probleme beim Drachen habt, nehmt diese beiden Talente noch mit. Das ist sehr wichtig. Ansonsten Standardbald hier Warmaster, Kriegsmaster, damit ihr mehr Schaden macht auf den Drachen. Hier nochmal Geschwindigkeit für jeden Champion, den er tötet, damit ihr noch mehr Speed habt. Ihr braucht halt wirklich viel Speed, Resistance, Accuracy und Defense. Das ist alles, worauf ihr eigentlich achten müsst. Crit-Rate, Crit-Chance könnt ihr verzichten drauf. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich lasse euch nochmal kurz die Werte hier. Oder ich zeige euch nochmal, worauf ich besonders noch geachtet habe. Natürlich Speed auf Schuhen, ist klar. Ich habe jetzt Defense auf Handschuhe. Und der Rest ist alles pretty normal, Leute. Also, ist jetzt nicht, ihr seht auch, er hat jetzt nicht das übertrieben krasse Gear. Es sind noch 5-Sterne-Sachen, 5-Sterne-Stiefel, 5-Sterne-Ring. Er hat gutes Gear, aber jetzt nichts Übertriebenes. Also, das könnt ihr auf jeden Fall locker nachbauen. Das ist gar kein Problem. Also, ich hoffe, euch hilft das, Leute. Ihr könnt damit auch den Drachen solo mit Bad Elf farmen und XP sammeln. In dem Sinne, einfach besser bleiben, Leute. Peace, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.